ist mein Bruder. Er ist George. Und das bin ich. Ich heiße Max. Wir leben in einer Stadt in Holland. Und das ist Tiger. Um ihn dreht sich alles in dieser Geschichte. Manchmal wünsche ich mir, er wäre ein bisschen älter. Aber er ist schon okay. Obwohl er ist viel.
war wirklich sehr nett zu ihm. Aber es hat alles nichts genützt. Macht nämlich alles, damit du und dein Bruder endlich einschläft. Ich liebe meinen Bruder. Das könnt ihr mir ruhig glauben. Aber in dieser Nacht hätte ich ihn umbringen können. Am nächsten Morgen gingen wir los, um noch einen neuen Tigerausschau zu halten. Also hier müsste es doch einen Tiger geben. Die hatten wirklich alles. Katzen, Hunde, Esel, Bären, Löwen, sogar ein Krokodil. Bloß keinen Tiger. Es wurde immer später. Noch so Nacht ohne Tiger, das würde ich nicht aushalten. Am Abend hatte ich eine Idee. Ich muss dafür sorgen, dass der Kleine müde wird. Kurzmüde. Dass er nachher nur noch ins Bett fällt und schläft wie ein Bär. Ohne Tiger. Thank you.
Um 9 war ich fix und fertig. Doch plötzlich ein Wunder. Wow. In dieser Nacht fliegt George tatsächlich wie ein Bär. Aber ich war unruhig wie ein Tier. Wie hieß sie denn noch gleich? Caroline? Karen? Kathy?